Da ist leider etwas Wahres dran. Das liegt daran, dass in der Vergangenheit viel zu oft allein Aspekte wie Funktionalität und Interoperabilität im Fokus standen, die Nutzer aber vernachlässigt wurden. Das ändert sich gerade. Disziplinen wie Usable Security sind sehr im Aufwind. Ein Beispiel dafür ist die Verschlüsselung von WhatsApp. Dort ist Sicherheit so einfach, dass man sie gar nicht merkt. Ein Problem heute sind noch die Programmierer. Die Programmierer erhalten zu wenig Feedback zu ihrer wertvollen Arbeit. Das liegt daran, dass die Nutzer keine Schlüssel haben, um die Schnittstellen überhaupt zu benutzen. Wenn es aber mehr Schlüssel gibt, dann haben die Programmierer auch eine wesentlich höhere Motivation, gute Schnittstellen zu entwickeln. Das Ziel muss sein, dass Verschlüsselung so selbstverständlich wird wie das Anschnallen im Auto. 1975 haben sich 39% der Autofahrer angeschnallt. Heute sind es 97%. Dahin müssen wir kommen.